Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich habe mich entschlossen, dass ich auch noch so ein weiteres Format machen werde, das den Titel trägt Schon gesehen. Und unter diesem Format Schon gesehen werde ich so in lockerer Folge Sachen, die mir aufgefallen sind oder die ich gefunden habe, kurz mal vorstellen. Es ist eigentlich ein kleines Kurz, also es sind so Kurzvideos, die der Vorstellung dienen und etwas, das den Anlass gegeben hat, ist dieses Marschein hier, nämlich dieser, in der Schweiz sagt man eine Grampmaschine oder einen Stopfer, der rausgekommen ist auf englischen Strecken jetzt im Moment. Und dieses Vehikel hat es wirklich in sich. Der Erbauer ist die Firma Gold Star Trains. Das ist so vielmehr ist eine Ein-Personen-Firma, die das gebaut hat. Und ja, wir wollen dieses Masche jetzt mal anschauen und mal sehen, was da eigentlich konkret ist. Also es ist eine Stopfmaschine, die die Gleise, der Schotter stopft. Und das ist also ein Unterhaltsfahrzeug. Wir haben da die Angaben, Civil Engineers Department, ein Intercity offenbar auf dieser Linie. Dann haben wir hier das Aggregat, das dann eben, also das dann stopft. Das werden wir dann auch noch in Aktion sehen. Dann haben wir hier noch weitere Angaben zum Vehicle selber. Die Nummer trägt DR 73106 Working Direction. Genau, dann ist da noch so ein Zusatzwagen mit dabei. Diesel 4000 Liter. Genau, wenn wir dann noch kurz auf die andere Seite gehen, haben wir noch einen Zaun im Wege. Wir sind hier in Sandy auf der ECML-Strecke, East Coast Mainline Route. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt einen kurzen Ausblick mal für dieses Fahrzeug und ja, lasst euch einfach überraschen. Es ist nicht ein allzu langes Video. Ich möchte nur kurz die Funktionalität vorstellen und euch zeigen, wie das Vehikel funktioniert. Dann viel Spaß. So, wir sind drin hier im Fahrzeug. Da haben wir also das Führerhaus. Machen wir als erstes mal das Instrumentenlicht an, dass wir da etwas sehen. Dann schalten wir die DRA aus. Wir machen hier mit diesem Schalter die Beleuchtung ein. Und jetzt können wir hier mit dem Gear Lever quasi den Gang einschalten und hoch in die 3, damit wir dann fahren können. Dann lösen wir da die Zugbremse und können dann mit Leistung aufschalten bereits etwas vorfahren. Wir sind jetzt im Moment in der normalen Fahrposition, das heißt, wir bewegen uns zu unserem Einsatzort in Biggleswade, müssen wir dann einen Gleisabschnitt stopfen, aber vorerst müssen wir uns da noch etwas gedulden. Wir können da noch nicht ausfahren. Da noch
die Ausfahrt verweigert haben. Das gibt uns aber die Möglichkeit, hier im Führerhaus umzuschauen. Wir können hier weiter die Sachen einschalten, die gebraucht werden, wenn man dann in der Arbeitsphase ist, also im Rampen oder im Stopfen selber. Da sitzt dann auch eine Person, da geht ein Bildschirm an und aktuell zeigt sich da einfach so ein Windows-Failer beziehungsweise ein Computer, und da man vermutlich gewisse Sachen, Strecken, Informationen oder so auch noch abrufen kann. Da ist eine Computertastatur. Also im Detail kenne ich das nicht, aber sie ist so animiert, dass man das einfach einstellen kann. Hier drüben ist das Fahrerpult und noch ein von vorne. Sind da zwei Herren drin mit Ohrenschutz, weil das Ding doch etwas sehr Krach macht. Genau. Und wenn ich die Taste drücke für die Passagieransicht, komme ich nach hinten. Das ist dann die Kabine, die der Mann bedient, der das Stopfgerät da bedient. Das werden wir dann sehen in der aktuellen Phase, wenn wir dann am Stopfen sind. Aber bis es soweit ist, warten wir noch kurz. Wenn der nämlich durch ist, dürfen wir raus. Genau. Und deshalb, wenn wir da jetzt wieder nach unten gehen ins Neutrale und dann hier hoch, dann ist das der Pfeil nach hinten. Das heißt, das ist der Rückwärtsgang. Und so können wir dann nach hinten fahren. Aber wir wollen jetzt zuerst zu unserem Einsatzort. Diese Schaltersache ist dann für das Runterlassen des Stopfgerätes. Ebenso die Beleuchtung, die wir dann einschalten können, die uns dann das Vehikel rundum noch beleuchtet, sodass wir auch gut Sicht haben. Hier haben wir den Motoranlasser. Hier haben wir Hazard Lights. Das hier ist die dritte Beleuchtung vorne. Das ist diese da. Das ist das normale Licht. Und das hier ist eben das dritte, das ich so einschalten kann. Escape Light, das ist hier. Und hier haben wir noch eine Sirene. Wenn wir dann am Stopfen sind, können wir da auf uns aufmerksam machen. Soweit also das alles. Hier haben wir die Bremsen, das Notaus. Genau. Und auch sonst ist es eigentlich alles wie in einem normalen Zug. Kann auch etwas Leistung aufschalten noch. Wir werden jetzt nicht gleich 125 fahren, aber doch bis zu 50 Meilen haben wir dann schon auf dem Buckel. Signalisiert die beiden Spitzenlichter und die Rücklichter. Hier am Wagen. Könnte man vermutlich noch ein, zwei Wagen ankuppeln. Dann haben wir noch das Whistle. Genau.
Und da vorne kommen wir jetzt dann schon zu unserem Einsatzort, wo wir dann diese Gleise mal stopfen sollen. Ihr seht, hier ist auch das AWS voll mit dabei. Das heißt, wenn wir auf der Streckenfahrt sind, müssen wir da uns wie beim normalen Zugsverkehr achten und quittieren. Auch mit der Taste Q, wie man das gewohnt ist. Bremsen da etwas runter. Mit dem Sunflower Signeta auf der rechten Seite. Wir gehen da nach links weg ins Nebengleis und das müssen wir dann eben bearbeiten. Das hier rechts, wie gesagt, nennt man eben auch den Second Man Desk, also der zweite Mann, der da hier arbeitet. So, jetzt bereiten wir uns da mal vor. Sind schon Kollegen vor Ort. Machen wir da mal aufmerksam auf uns, dass sie uns da nicht in Grüßtisch. Ja, es ist ja wirklich cool, dass es für den TS jetzt auch sowas gibt. Also nicht, dass ich jetzt da stundenlang in dieser Stopf-Fotogrammaschine sitzen möchte, aber warum nicht zwischendurch mal so etwas auch nachspielen? Das macht ja wirklich auch Spaß und eben wenn es auch so funktionell ist, wie wir es da jetzt dann eben gleich sehen werden. So, jetzt halte ich da mal beim Signal. Schönen Abend. Wir sehen noch gerade etwas. So. So, also ich bin jetzt stehend und das ist auch die Ausgangslage, dass wir dann jetzt die Maschine fürs Stopfen, fürs Grampen vorbereiten können. Wir bekommen jetzt dann den Auftrag von hier bis zum nächsten Signal. Genau, bis zum nächsten Signal K766 sollen wir die Strecke stopfen, quasi, also bearbeiten. Und das werden wir jetzt machen. Jetzt muss ich das Mittelstück runterlassen. Das macht man mit diesem Key oder mit der Taste L. Wir gehen jetzt aber nach draußen, damit wir sehen können, wie das nach unten geht. Das wäre jetzt hier dieses Mittelstück. Drücke ich die Taste L und ihr seht, das wird jetzt auf die Gleise runtergelassen. Genau. Und hier haben wir die quasi die Bestätigungslichter, dass das soweit okay ist. Jetzt können wir unseren Arbeitsplatz noch etwas beleuchten.
indem dass wir da links und rechts noch Licht einschalten. Gehen wir noch kurz raus. So haben wir eine wunderbare Beleuchtung. Und gerade in der Nacht, das wird ja auch viel in der Nacht gemacht, hat man da dann einen wunderbaren Überblick, was da alles geht. Gut, jetzt haben wir das runtergelassen. Wir haben soweit alles eingerichtet. Was wir jetzt machen müssen, ist auf den ersten Gang zurückschalten. Also ich gehe in die... in den ersten Gang rein. Und jetzt ist es so, dass das Gerät jetzt mit maximal 0,4 Meilen vorwärts fährt. Nicht schneller, das ist einfach die Maximalgeschwindigkeit. Und ich starte jetzt mit der Taste C wie César den Stopf- bzw. Krampfvorgang. So. Und jetzt geht es so los, gehen wir nach draußen. So. Und ihr seht jetzt mit der Taste C beginnt das hier. Es ist unheimlich laut, eben wie im realen Leben. Beginnt die jetzt hier diese Gleisabschnitte zu stoppen. Ich nehme da die Kamera weg, dass man das gut sieht. Hier sitzt der Mann drin, der das Ganze überwacht. Da gehen wir jetzt mal hin mit der Taste der Passagieransicht. Da sind wir jetzt im Cockpit dieses Mannes. Und er hat hier den Überblick über den Stopfapparat und hat auch links und rechts hier noch Bildschirme, die das symbolisieren, wenn er da am Arbeiten ist. Bedienen kann man sonst nichts hier drin. Aber es ist eindrücklich, wie das hier jetzt gelöst wurde. Auch die Soundkulisse ist nach meinem Dafürhalten recht gut getroffen. So arbeitet sich jetzt unser Fahrzeug. Geht einmal etwas weg. So arbeitet sich jetzt unser Fahrzeug seinen Weg nach vorne bis zum Signal. Also bis hier nach vorne muss ich jetzt stopfen, bis zum nächsten Signal da, das kommt. Und das könnt ihr euch ja vorstellen, dass das nicht unbedingt so interessant ist, jetzt da zuzuschauen. Aber ich wollte euch kurz einen Einblick geben in dieses neue Machin. Das ist, wie gesagt, noch die Warnsirene. Da haben wir noch Blinklichter. Da können wir uns auch bemerkbar machen. Alles einstellbar,
Natürlich auch wenn es regnet, kann man mit den Scheibenwischern arbeiten. Genau. Ich lasse das Vehikel jetzt seine Arbeit machen. Das war eine kurze Sequenz, dass ich euch zeigen wollte, nach dem Motto eben schon gesehen. Und da mit diesem Bild würde ich mich von euch verabschieden. Das Gerät könnt ihr wie gesagt auf der Alan Thompson SIN Webseite downloaden bzw. kaufen. Dort gibt es, wenn ihr Member seid, gibt es einen Rabatt und sonst bezahlt ihr den vollen Preis. Und wie gesagt, der Erbauer ist die Golden, na, wie heißt es, Gold Star Trains, eine Einmannfirma, so habe ich gehört, die dieses Gerät hergestellt hat. Wer weiß, vielleicht kommt aus diesem Haus dann noch weiteres Baumaterial, lassen wir uns überraschen. Aber das ist jetzt mal schon ein Anfang und sieht wirklich toll aus. Ich hoffe, es hat euch einen kurzen Einblick gegeben. Mir hat es Spaß gemacht, euch das kurz zu zeigen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, mit Don Matteo unterwegs. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss zusammen.